So, wir hatten uns ja beim letzten Mal damit beschäftigt, wie man die Internetzeitsperre von Fritzbox unter Desktop-Geräten umgeht. Normalerweise gibt es ja die Sperre für alle Geräte. Dementsprechend erkläre ich hier, wie man sie unter Android umgeht. Wir öffnen erstmal unsere WLAN-Einstellungen, also auf Verbindung, WLAN. Das kann jetzt eben je nach Android-Version anders aussehen. Ihr geht jetzt auf euer WLAN. Bei anderen Android-Geräten kann auch einfach ein Pop-up-Fenster kommen. Da scrollt ihr runter. Dann seht ihr hier eure vorhandene IP-Adresse. Also wir haben jetzt hier die Endzahl 39. Drücken auf Erweitert. Und hier müssen wir wieder von DHCP auf Statisch umstellen. Hier sehen wir die vorhandenen Einstellungen. Und hier müssen wir unter der IP-Adresse entsprechend zum Beispiel 40 eintragen. Hier kann jede beliebige IP-Endung zwischen 2 und 99 vergeben werden. Eins ist dem Router vorbehalten. Das im Anschluss speichern. So, jetzt können wir einmal gucken, ob das Internet wieder funktioniert. Wir geben ein google.com und es hat funktioniert. Bei Fritzbox sieht das übrigens so aus, also passt auf, dass ihr nicht immer ganz viele verschiedene unterschiedliche benutzt. Benutzt mal eine andere und geht dann wieder zurück auf eure alte IP, damit es vielleicht auch nicht unbedingt so auffällt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr noch wissen wollt, wie ihr die Sperre am PC umgehen könnt, könnt ihr hier oben auf die Infocard klicken. Da habe ich das auch nochmal erklärt.